Jo und dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play von Lego Star Wars, die komplette Saga mit mir, Crow. Ich wollte schon sagen Crow P, aber nein, nur Crow. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ist ja schon ein bisschen her mit Star Wars. Das liegt ein bisschen daran, dass ich in letzter Zeit gestreamt habe. Und ja, da sind mir ein paar Defizite an Twitch aufgefallen. Die eigentlich so, also ich möchte kurz mal das erläutern. Die einfach nicht so gehen. Also darf einfach nicht so sein. Ich weiß nicht, warum Twitch das so handhabt. Keine Ahnung, vielleicht einfach um Geld zu machen oder keine Ahnung. Auf alle Fälle, wenn man als kleiner User anfängt bei Twitch, ne, zu streamen, ist eine Streaming-Plattform, jeder kennt sie, hat man einen Nachteil, wenn man noch keine Reichweite hat. Und zwar, dass die Qualität von deine Videos, auch wenn du sie wie sie in 1080p aufnehmen könnte, mit 60 FPS locker streamen könntest, ja? Von der Leitung her, vom PC her, würde das alles klappen. Dann wirst du automatisch von Twitch gedrosselt. Ja, du darfst als Free-User, also als Nicht-Partner, darfst du ja nur, wie sagt man denn, ich glaube in 720, darf man nur 720 haben. Darf man nur machen. So. Was ich mich aber frage ist, ja, warum? Warum ist das so? Ja? Wollen die nicht, dass Leute größer werden auf die Plattform? Oder warum machen die sowas, ja? Wenn du als Partner bist, da kannst du deine Qualität so hoch machen, wie du möchtest. Ja? Da können auch die User, also die nicht so gute Internetleitung haben, können automatisch auch entscheiden, wie hoch die Qualität sein soll. Falls sie eine kleine Mini-Leitung haben, wie sieht mit 16K oder so, oder nur 6K, dann können sie variieren, dann können sie das einstellen. So, aber wenn du als neuer Streamer darauf gehst auf die Plattform und dann sofort gedrosselt wirst, ja, und die Leute dann sagen, oh, was machst du denn für scheiß Qualität, sieht ja voll scheiße aus. Ja, dann sind die doch gleich wieder weg. Dann kommst du doch erst ja nicht an Reichweite. Ja, das ist doch nicht, weiß ich nicht. Also, ich finde das nicht in Ordnung, sowas. Ja, du versuchst ja irgendwie dich populärer zu machen, dich nach vorne zu bringen mit Qualität. Dann sagst du, okay, ich könnte von meiner Leistung her, von meinem PC her, könnte ich locker 1080, 60 FPS streamen. Könnte ich locker machen, würde auch flüssig laufen alles. So, und Twitch legt dir einen Stein am Weg und sagt, nee, du darfst nur 720. Du darfst doch nur mit 30 FPS. Mehr darfst du ja nicht machen. Und da finde ich, also ich finde die Logik dahinter total dämlich. Weil das andere ist ja, ich verstehe ja nicht mal die Logik dahinter. Warum gönnt man den Leuten das nicht? Warum darf ich nur als Partner so, nur als Partner diese Qualität liefern an die Leute? Wie wollen denn andere Leute dich abonnieren oder folgen? Von der Qualität her kann das ja nicht sein. Die würden ja nicht von der Qualität her folgen. Weil du hast ja schlechter als andere. Verstehst du, was ich meine? Also das ist echt eine Sauerei. Ja, und auf alle Fälle habe ich da in letzter Zeit gestreamt. Muss leider sagen, ich bin von Twitch sehr enttäuscht. Durch solche Sachen bin ich etwas enttäuscht. Vielleicht mögen das ja draußen die Leute anders sehen, aber ich bin zurzeit sehr enttäuscht darüber. Daraufhin habe ich dann angefangen, mehr so bei YouTube auch zu streamen. Bei YouTube läuft alles wunderbar. Da kannst du deine Qualität so hoch machen, wie du möchtest. Hauptsache, das funzt noch, ne? Das musst du ja selber entscheiden. Aber YouTube legt dir keine Steine im Weg. Die sagen nicht, na, hast keine 1000 Abonnenten oder 2000 oder eine Million oder weiß ich was. Du darfst nur so und so viel streamen. Das machen die nicht. Setz dich doch mal tot, Alter. Was ist denn mit dir los? Ja, das machen die nicht. Da kannst du so machen, wie du möchtest. Hauptsache, das funktioniert. Also, wenn du der Meinung bist, dass du 1080p in 60 FPS locker streamen könntest, von deiner Leitung her und von deinem PC her. Das ist ja alles eine Frage des PCs und der Leitung, ne? Manche sagen ja nur, du brauchst eine gute Leitung. Das ist Quatsch. Man braucht auch eine gewisse Leistung an dem PC, dass er das alles so verarbeiten kann. Er muss ja das Spiel. Mann, warum kommen denn so viele, Alter? Gibt's da nicht.
der muss ja auch alles verarbeiten. Guck mal, er muss gleichzeitig das Spiel starten, er muss gleichzeitig den Stream offen halten, ne? Also er hat eine hohe Belastung. Und gut, bei mir ist leider die CPU nicht so, wie ich mir dachte. Also AMD, ich wusste vorher nicht, dass AMD wirklich nicht so doll ist mit Leistung. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir liegt oder ob man da irgendwas noch ändern könnte oder so. Auf alle Fälle habe ich ein AMD mit 3,5 GHz, 6 Core. Und ich wollte halt auch Battlefield 1 streamen, hatte ich ja mir runtergeladen, die Beta. Die Open Beta war ja jetzt, ist ja glaube ich jetzt bis zum 9.8. noch. Ist ja nur aktuell, kommt drauf an, wann jetzt die Folge hier kommt. Falls die Beta, offene Beta schon vorbei ist, dann tut es mir leid, dass ich das nochmal erwähne, aber die hat, wollte ich streamen. Und am Anfang ging es, also das erste Mal ging es auch, da hat er gut übernommen eigentlich, lief alles flüssig und so. Aber beim zweiten Mal hat OBS gesagt, nö, möchte er nicht, hat er keinen Bock drauf. Und da kommt es wieder mit OBS, ist, ich weiß auch nicht, also eigentlich fand ich OBS ganz gut, wenn man da viele Einstellmöglichkeiten hat, aber ne, da hinten muss ich noch was machen. Aber ich weiß nicht, manchmal spinnt OBS doch sehr doll rum. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist oder bei manchen lüftet ja anscheinend. Ich weiß auch nicht, manchmal nimmt er meine Webcam nicht und manchmal nimmt er sie. Das ist ganz kurios, ich verstehe auch nicht warum, weshalb, ne? Entschuldigung, dass ich jetzt auch mal so ein bisschen was erzähle jetzt hier über das, aber ne, liegt mir halt ein bisschen auf dem Herzen und wollte ich eigentlich ja ein bisschen mitnehmen. Gut, manche beschweren sich, oh, red doch mal über das Spiel, aber was soll ich über das Spiel sagen, Leute? Was soll ich darüber sagen? Jeder kennt Lego Star Wars, ist ja mehr so, das ist ja mehr so für euch als Unterhaltung, ne? Da könnt ihr mir mal zuhören, wie, was ich so erzähle und was so quatsche und so. Ob er nun scheiße ist oder nicht, das ist euch überlassen. Müsst ihr selber entscheiden, da kann ich nicht entscheiden. Aber wie gesagt, also das gibt ja viele, die das Problem haben mit Twitch momentan, gerade die jetzt neu angefangen haben. Und da ist halt, wisst ihr, du sollst Reichweite gewinnen, oder du sollst dann Reichweite gewinnen, damit du mehrere Sachen freischalten kannst bei Twitch. Aber gleichzeitig wird dir sowas im Weg gelegt. Also so ein riesen Klotz vom Backerstein. Wenn man mal jetzt hier auf Geschichte oder Märchen zurückgreift. Die Wackersteine. Ja, wird dir so ein Ding in den Weg gelegt. Einfach reingeschmissen in eine Bene quer, ja. Und pff, weiß ich nicht, also du kannst ja nicht an Reichweite gewinnen. Weil die Leute sagen, sehen das ja und dann sagen sie, boah, der macht aber scheiß Qualität. Das hackt ja die ganze Zeit, das lädt die ganze Zeit nach. Das Spiel läuft nicht flüssig und. Die meisten Leute wissen überhaupt nicht auf Twitch, also die selber streamen oder anfangen zu streamen, die wissen überhaupt nicht, dass es ja nicht deine Schuld ist. Das liegt nicht an dir. Das liegt an den, an Twitch. Die machen das extra so. Aber warum? Ich frage mich, warum? Ich werde auch jetzt mal die Tage wahrscheinlich auch mal den Twitch-Support anschreiben, warum das so ist, warum das so gehandhabt wird mit die Drosselung und alles. Und ob sie mir mal denn auch beantworten können, wie man denn an Reichweite gewinnen sollte. Wir haben auf alle Fälle die Mission abgeschlossen. Ihr seht jetzt natürlich nicht die goldenen Steine und das alles und Vara Jedi, weil meine Aufnahme, ich hatte schon mal eine Stunde aufgenommen und da ist die Aufnahme verkackt. Und ja, jetzt müssen wir halt nochmal alles von neu machen, weil die Elgato gesagt hat, ich schmeiß die Datei raus, aber mit einem Fehler und die konnte nicht abspielen und ja. Und die kann man auch nicht separat irgendwie abspeichern. Also ich weiß nicht, wie das geht. Man kann zwar nur den Ton vom Spiel und den Ton von dem Kommentar abspeichern, das geht. Aber mir fehlt ja trotzdem noch die Videodatei, also das Video, ne? Ohne das nützt der überhaupt nichts. Ja. Und das kann man nicht separat irgendwie abspeichern. Das finde ich auch blöd. Da muss Elgato oder die Firma, wissen nicht, wie die heißt. Ich komme jetzt nicht auf den Arm. Irgendwo liegt nur hier die Verpackung rum. Auf alle Fälle muss die Firma sich dadurch irgendwie mit einem Update oder so, das, der Software oder so, das irgendwie beheben. Also das muss möglich sein, das separat nochmal abzurufen, ja? Weil das ist so scheiße. Überleg mal, du nimmst 2-3 Stunden auf oder sonst irgendwas, dann willst du das abspeichern und dann funktioniert das nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist scheiße. Also ich finde es blöd.
So an sich ist die Software richtig gut, weil man kann viele Sachen einstellen bei der Elgato, das ist ganz cool. Aber das sind nicht separat ab, also dass man das separat nicht abspeichern kann, das ist ein bisschen ein Nachteil, finde ich persönlich als Game Capture Benutzer finde ich das ein bisschen als Nachteil. Aber vielleicht beheben sie es ja noch, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch bei den neueren Elgatos nicht mehr so der Fall. Ich habe keinen Plan, ob es immer noch so ist oder nicht mehr so ist. Ihr könnt ja auch mal nach einem Update suchen, vielleicht haben sie ja schon ein Update rausgeknallt. Man weiß es alles nicht. Ich benutze nämlich die HD60, also die 60er Version und daher, die ist ja schon jetzt vom Standard her. Und spring doch mal darüber, Prinzessin. Ist ja eigentlich schon ganz gut. Also ist ja schon einer der neuesten. Ne? Ich glaube, ihr habt jetzt auch einen Weiß, eine Light oder eine Elite oder sowas. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber meiner Meinung nach habe ich sowas mal gesehen oder erblickt. Könnt mich auch irren. So, zum Spiel nochmal für alle anderen. Wir sind hier auf Endor. Ne, wir müssen ja den Todesstern zerstören. Der Todesstern hat aber ein Problem, also nicht er hat ein Problem, wir haben ein Problem. Und zwar den ersten Todesstern, der hatte ja kein Schutzschild. Den dachten sie ja, der ist unauffindbar, weil der so riesen Türme hat. Und, aber kleine Flieger konnten durch die Abwehrreihen durchfliegen und ja, und dieser Todesstern, den sie jetzt bauen, der hat ein Schutzschild. So, und der Schutzschild ist aber auf Endor. Also hier auf dem Planeten. Und wir sind jetzt hier mit der Rebellenallianz, sind wir hier auf dem Planeten und wollen natürlich den Schutzschild ausschalten. Ne? Dafür müssen wir jetzt hier mit die Speeder, jeder kennt das aus dem Film, wo sie die Speeder verfolgt haben und dann, ne? Jeder kennt das. Ich denke mal, da muss man nicht viel erzählen. Ja. So, wir sammeln hier die Scheiße noch schnell ein. Wir werden aber auch keine, oder ich versuche keine, Minikits einzusammeln. Ja. Ja gut, die 100% brauchen wir nicht mehr machen, darum, die habe ich ja schon gemacht. Darum dürfte es jetzt schneller gehen, wir werden die jetzt einfach kalt machen. Ich hoffe, das war noch ein bisschen zu... Ups, naja, das war klar. Also wie gesagt, wahre Jedi brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt nur noch daherfliegen, die kalt machen. Oh, Alter, wenn das mal klappen würde, ja. Piss dich doch mal, ey. So. Und dann kommen wir nämlich immer in den Abschnitt. Also vier Abschnitte gibt es jeweils. Das liegt daran, dass wir so eine Lampen ausschalten müssen, so eine Generatoren, die halt das abhalten. Wenn wir gleich sehen, da oben ist nämlich der Generator, da oben rechts. Und ja, und der rennt uns einfach wieder um. Das hat der letzte Mal, die letzten Folgen auch immer. Ja, hat er das nämlich auch immer. So ein Arsch. So, dann schießen wir jetzt schnell ab. So, das sind die vier Lampen. Die müssen wir jeweils ausschalten. Darum gibt es halt vier Abschnitte. So, dann setzen wir uns natürlich auf den Speeder, um die nächste Runde zu leiten. Ich glaube, dann sind drei Leute. Einmal zwei und einmal eins. Und dann wartet auch eigentlich schon. Da sind sie schon.
Ja. Mit A macht man dann halt so ein Wendemanöver. Für alle, die das nicht wissen. Gibt ja auch Leute, die das noch nicht gespielt haben. Aber ihr solltet das auf alle Fälle spielen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Auch von den Macher. Ich weiß überhaupt nicht. Ich glaube, die haben letztes Mal, die haben, glaube ich, mal gewechselt im Laufe der Geschichte von den Lego-Spielen. Ich möchte meinen, dass das so war. Ich weiß es nicht genau. Ich könnte mich auch irren. Ihr könnt auch so sein, dass das alles so war. So, bei diesem Abschnitt werden wir erstmal eine kleine Pause machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Hinterlasst auf alle Fälle ein Like, ein Abo und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, ne? Würde ich sagen, bei Lego Star Wars, die komplette Saga. Ich bin erstmal raus und ciao.